Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ja, ist unsere wunderschöne Kampftruppe aufgereiht, ja. Das ist dann, wenn wir ein bisschen rauszoomen, noch ein bisschen übersichtlicher. Im letzten... Oh, guckt euch das an, da kommen unsere ganzen neuen Raketenfregatten. So muss das aussehen, ja. Nicht nur die Fabrik muss wachsen, auch unsere Armee muss wachsen. Ja, der Energiekollektor ist fertiggestellt. Das heißt, man könnte das nächste Projekt in Angriff nehmen. Und weil es einfach vom Geld her das nächst sinnvollste ist, fangen wir an mit unserer Ionenkanone Level 1. Unser Ziel für den heutigen Part ist einmal Battlevolt uns holen und dann wollen wir Kakapau holen. Ja? Weil hier so ein Subspace-Signal ist. Und dann vielleicht noch die Wissenschaftsgedönskacke hier auf der anderen Seite, dass wir ein neues Raumschiff bauen können. Das wäre tatsächlich schon eigentlich ganz cool, wenn wir das heute hinbekommen oder in diesem Part. In 2 Minuten 30 kommen irgendwo 300 Bomber an. Joa, das ist erstmal in Ordnung. Wie ist Battlevolt verteidigt? Was haben wir denn hier? Kommandostation, wir gucken uns die mal eben einmal an, hat den Schutzschild oder nicht. Hat kein Schutzschild. Das Warp Gate, das ist normal. Ein Special Forces Guard Post hier drüben, den ist auch okay. Ein Needler Guard Post, das sind also einfach verschiedene Verteidigungsgebäude, immer diese Guard Posts. Der Needler, ja, schießt 25 Schüsse, die jeweils 60 Schaden machen, das ja, ist okay. Und ansonsten Speed Booster, ein mobiles Schiff, das die Geschwindigkeit aller freundlichen Schiffe erhöht. Und zwar im ganzen System. Wow, okay. Aber es sind nur 2 Stück. Mikroparasiten, die Schiffe übernehmen können. Drohnen, die Schüsse auf sich ziehen. Und 72 Raketenfregatten. Das ist okay. Es kommen irgendwann dann nochmal 230 Bomber in 2 Minuten an. Interessiert uns aber alles nicht so wirklich. Ich würde sagen, Battlevolt, wir kommen. Und zwar einmal mit Jägern, Bombern und Raketenfregatten von hier. So, Hotkey Nummer 1. Und unsere Artillerie wird Hotkey Nummer 2. Unser mobiler Bautrupp kann sich schon mal in Bereitschaft entwickeln hier, bewegen. Dazu bauen wir dann noch ein Kolonieschiff hier drüben auf. Übrigens möchte ich mal ganz kurz gucken, ob ich schon irgendwo Meteoriten gefunden habe. Nee. Hat der Meteoriten der Sektor? Auch noch nicht. Man kann nämlich Meteoriten finden. Das sind diese Dinger hier, diese grauen Sachen. Das sind besondere Ressourcen. Damit kann man ganz besondere Schiffe herstellen. Ein Schiff pro Meteorit. Du baust also quasi das Schiff in den Meteoriten rein. Das ist ganz cool gemacht. Dadurch bekommst du sehr, sehr, sehr mächtige, sehr teure Schiffe. Die du aber auch nicht einfach nachproduzieren kannst. Also ohne mehr Meteoriten, wenn die kaputt gehen, das ist halt echt immer ein ziemlicher Verlust. So, ich würde sagen, wir gucken nochmal rüber auf die andere Seite. Und dann geht's los. Trupp 1, Jäger, dann Bomber, dann Raketenfregatten und als letztes die Artillerie. Dann machen wir hier erstmal alles platt. Klonki, klonki, klonki. Ja, gegnerische Schiffe kommen an, sind 96. Gegnerische Raumschiffe, aber ihr kennt das Debakel. Ja, alleine unsere Artillerie räumt hier schon gut auf. Wenn hin und wieder mal Schüsse verschwinden, wundert euch nicht. Das bedeutet einfach nur, dass das Ziel des Schusses gestorben ist. Ja, und dann kann halt auch der Schuss gelöscht werden quasi. Wie hier zum Beispiel oder da. Da sieht das immer mal so aus, als wenn Schüsse einfach verschwinden. Vielleicht soll ich Patronen sagen, dann habe ich nicht immer wieder dieses Sprachgebabbel da. Ja, wir können halt relativ hardcore hier reingehen und einfach die gegnerische Kommandostation zerstören. Hält uns nicht viel auf. Und schon sind wir, was den AI-Progress angeht, auf 100... Nein, noch nicht. Doch, 101. Ja. Also jetzt, ab jetzt hat das Spiel eine Schwierigkeit gerade von 101, aber erst ab 224 werden sie Level 2 Schiffe gegen uns verwenden. Wir haben also so gesehen noch ein bisschen Zeit. Gut. Ich schicke unsere Bauroboter und Labore rein. Ich lasse meine Raumschiffe erstmal hier in der Nähe. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich hier auch eine ökonomische Station bauen möchte oder nicht. Schwer, ich sag aber ja. Mein Plan ist, diesen kompletten Sektor einzunehmen und dann hier und hier wirklich hart zu verteidigen. Dann gibt es halt quasi nur noch 2 Eingänge in unser
System. Das wäre schon ganz cool. Das ist ja gerade der Vorteil an so einer Clusterkarte, dass man hier und hier und dann vielleicht auch noch die angrenzenden Planeten wirklich hardcore verteidigen kann und dann kann man um den Rest des Sektors halt... Man sollte immer irgendwie ein bisschen Verteidigung haben, nicht falsch verstehen. Aber dann hat man wenigstens etwas, mit dem man ein bisschen besser zurechtkommt. Artillery, Heavy, Structural und Ultra Heavy. Dagegen macht der Needler extra Schaden. Ja, wie gut, dass wir hier unsere kleinen Jäger haben. Die kriegen halt kaum Schaden von dem Ding. Ja, die machen dafür halt auch nicht super viel. Ach doch, das geht sogar. Die kriegen den ganz gut weg. Der Needler hier unten, der hält nicht so lange aus. Da müsste gleich Fuji Mato sein. Den Außenposten oben haben sie schon weggeräumt. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Boink. Schiffe können sich zurückziehen. Metallgeneratoren werden gebaut. Sind 4 Stück in diesem Lager hier. Das ist schön. Und das gefällt mir. Ihr wisst, was jetzt kommt. Einmal ein Schutzschild, damit man nicht direkt zu unserer Heimatwelt durchfliegen kann. Hier haben wir leider, ihr habt es ja eben schon gesehen. Ich weiß nicht, warum wir hier keine Traktor-Beam-Turrets bauen können. Eigentlich kann man die auch pro Sektor bauen. Eigentlich. Wobei, nee, es steht tatsächlich da nicht mit bei. Das ist scheiße. Das ist tatsächlich kacke. Ich weiß nicht, ob das... Früher war das doch meiner Meinung nach anders. Da konnte man... Okay, ja, dann hilft das nicht. Dann muss ich die in den hinteren Sektoren ein bisschen ausdünnen erstmal. Da werden wir halt nicht so viel brauchen. Dann haben wir hier nur noch 5 und hier auch nur noch 5. Ach komm, hier auch nur noch irgendwie 5. Na, die Trakostrahltürme. Ich möchte die schon gerne irgendwie versuchen an der Front zu haben. Ne? Die Front verschiebt sich natürlich immer, dann müssen wir die immer mal wieder abreißen und neu bauen. Dann ist das so, dann kann ich es leider nicht ändern. Aber die anderen Türme können wir dann hier wieder hinbauen, weil genug Energie haben wir, genug Metall haben wir. Was die Turrets angeht, müssen wir uns gerade nicht zurückhalten. Nur was die Traktorstrahltürme angeht. Na gut, dann ist das so. Die Raketentürme haben eine schöne Reichweite, wenn wir die hier mittig platzieren. Schießen hier auf alles, was rein oder raus geht. Und den Rest müssen wir dann wieder ein bisschen aufteilen. Lasertürme würde ich sagen, vielleicht hier so. Die eine Hälfte und hier die andere Hälfte. Multiraketen dorthin. Guck mal, wenn wir die hier platzieren, kriegen die sogar die drei Löcher bedient, weißt du? Ist wie bei der Gangbang-Party mit deiner Mom. Entschuldigung. So, da ein paar Türmen. Noch ist die Gegenwehr halt nicht so groß. Ja? Also es ist nicht das Allerwichtigste, dass wir jetzt hier massig Geschütztürme haben. Aber man ist lieber vorbereitet. Am Ende bereut man es sonst unter Umständen sehr, sehr schnell. Die Forschung wird weggegrindet. Sehr schön. Haben wir auch gleich alles erforscht. Und dann können wir uns direkt den nächsten Planeten holen. Das ist jetzt allerdings eine Level-3-Welt. Das wird halt schon ein bisschen schwerer. Wir gucken uns die Verteidigung an. Kommandostation, erster Blick. Hat die ein Schutzschild oder nicht? Die hat kein Schutzschild. Schön. Warpgate, da kommt Verstärkung durch, das ist okay. 3 Wormhole Guard Posts, das sind die, die nur einen Schaden machen und massig Leben haben, die sind uns egal. Spire Schild Generator, Wachposten, nicht Generator. Oh. Okay, nee, alles gut, ich habe mich verguckt. Entschuldigung. Spire Schild Generator, das Ding ist auch Level 3, das hat 840.000 Leben, da werden wir ein bisschen raufschießen müssen. Aber da ist nichts Wichtiges unter, da sind nur Raumschiffe unter, so wie ich das richtig sehe. Das heißt, das können wir eigentlich quasi ignorieren. Dann haben sie Meißel Guard Post, der ist hier hinten, der hat glaube ich auch relativ viel Reichweite. Das müsste der große Kreis sein, der kann Raketen schießen. Diese Raketen hauen auch ziemlich rein. Das ist der hier drüben. 30.000 Reichweite, so viel wie unsere Artillerie, das ist schon ordentlich. Und schießt 5 Raketen, die 27 Schaden machen, der haut rein. Dann haben die einen Laser Guardian Post hier unten. Laser Guard Post hier unten, auch Level 3. 20 Schüsse kommen daraus, die 150 Schaden machen. Und zwar alle 2 Sekunden. Das Ding schießt schnell. Das Ding hat viele Leben. Mhm. Macht extra Schaden gegen leider zum Beispiel Bomber. Nee, nicht gegen Polykristall. Doch, gegen Polykristall, ja. Auch 6-fachen Schaden. Da schicken wir also definitiv nicht unsere Bomber rein. Und was halt schlimm ist, wir haben hier oben eine Ionenkanone.
Wenn ich mal ein bisschen reinzoome, guck mal, wo die genau steht hier. Da ist das Schnickelstück hier in der Mitte. Das heißt, wir kommen von hier. Das heißt, die Ionenkanone ist direkt dort, wo wir spawnen. Das ist gut. Weil wir erinnern uns, die Ionenkanonen schießen und insta-zerstören Schiffe. Kleine Schiffe. Alle Level 1 Schiffe würden sofort zerstört werden. Wir könnten theoretisch mit unseren Level 2 Bombern rein und das Ding wegknallen. Aber das Problem ist, hier sind halt auch noch 77 andere Schiffe, die teilweise sehr gut gegen Bomber sind, weil wir hier Jäger und sowas haben. Das heißt, wir wollen schon unsere ganze Armee reinschicken, müssen dann aber halt damit leben, dass sich da hier drüben schnell und viel gewehrt wird, ja, mit der Ionenkanone. Die Ionenkanone ist ein kleines Problem. Dann haben die hier drüben noch, das ist tatsächlich sehr interessant, eine schwarze Lochmaschine. Ist gar nicht so schlimm, wie sich das anhört. Das Ding besagt nur, dass Raumschiffe... Oh, doch, das ist scheiße. Oh! Ja, pass auf, das sorgt dafür, ihr könnt es ja hier lesen, Schiffe können durch Wurmlöcher nicht mehr flüchten. Also wir können, wenn wir einmal drin sind im Planeten, bleiben wir drin, solange die Black Hole Machine noch am Leben ist. Wir können das Ding zerstören. Dann wächst der Schwierigkeitsgrad aber wieder um 5 Punkte. Genauso ähnlich bei der Ionenkanone. Ist das bei der Black Hole Machine allerdings so, dass wir die übernehmen können. Wenn wir es schaffen, den Planeten unter unsere Fittiche zu reißen, dann dürfen wir die Ionenkanone behalten und auch die Black Hole Machine. Und hier eine Black Hole Machine zu haben, wäre natürlich geil, weil Raumschiffe, die zum Beispiel von hier nach da und dann über diesen Planeten gehen, kommen nicht mehr weg. Ja, die müssten dann erst die Black Hole Machine zerstören. Das heißt, wenn später irgendwie von hier irgendwo Angriffe auf unseren Heimatplaneten laufen und die laufen hier rüber, wäre das cool, hier eine Ionenkanone zu haben und eine Black Hole Machine. Aber auf der anderen Seite werden wir dann ziemlich teuer, das wird eine ziemlich teure Schlacht. Deshalb werden wir nochmal speichern und gucken, wie gut wir quasi vor dem Angriff, wie gut wir hier zurechtkommen. Wir erinnern uns ja auch daran, wir müssen auf dem Planeten, und das kommt erschwerend hinzu, eine Untersuchung durchführen. Oder was heißt, wir müssen nicht, aber wir wollen eine Untersuchung durchführen. Weil es dort dieses Subspace-Signal gibt. Ja. Da brauchen wir dann quasi unser Survey-Schiff, das wir vielleicht mal auf Hotkey Nummer 6 legen. Und ich wundere, das sind Verbündete hier. Das ist ganz cool. Das sind Verbündete, die sich jetzt auch uns angeschlossen haben, quasi. Hier ist unser Survey-Schiff. Das machen wir auf Level 6 und bringen das schon mal hier rüber. So, und wir werden das jetzt einmal versuchen. Mit der Streitkraft, die wir gerade haben, es sind immerhin 1177 Schiffe. Versuchen wir jetzt nach Kakapau zu kommen. Aber ob das so einfach was wird, weiß ich nicht. Weil ihr werdet das sehen, das ist katastrophal. Also wir gehen jetzt hier rein und hier... Das Ding, was viele Raketen schießt, kriegen wir weg. Das ist der Multi-Launching Rocket System Guard Post hier. Ja? Level 3, 2, der haut rein. Ja, der zerstückelt uns mächtig schnell, aber den kriegen wir weg. 98% Leben. Oh, ich war... Alter, wir sterben so schnell. Wir haben noch 800 Schiffe. Wir haben noch 750 Schiffe. Wir haben noch 700 Schiffe. Okay, wir haben den Außenposten zerstört. Das ist gut. Eine Salve trifft uns leider noch und wir haben noch 600 Schiffe. Wir haben also ungefähr die Hälfte unserer Schiffe verloren. Ja, wirklich. Es ist halt eine Level 3 Welt. Es ist wirklich hart. Wir können uns nicht zurückziehen. Und wir werden halt durch die Ionenkanone geinstakillen. Und ich muss mich jetzt entscheiden und ich werde die Ionenkanone opfern. Ich werde sie zerstören, weil wir zu lange hier sind. Die wird zu viel Schaden auf Dauer machen. So, wir haben sie zerstört. Die hält nicht viel aus. Die ist aber halt... Ne, jede Sekunde kommen da 4 Schuss raus und 4 meiner Schiffe sterben. Das können wir uns nicht erlauben. Wir haben noch 600 Schiffe. Wir haben keine Jäger... Wir haben eigentlich nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Wir haben alles zerstört. Alter. Hier sollte übrigens auch rein. Jetzt kommt erstmal eine Artillerie, die habe ich wohl nicht mit reingeklickt. Ah, weil ich den Hotkey verkackt habe. Ah, ich verstehe, ich habe den Hotkey verkackt. Ist okay, das ist gar nicht so schlimm, dadurch haben wir immer noch unsere Artillerie übrig. 170 Bomber, 400 Raketenfregatten, keine Jäger mehr. Hier ist noch ein gegnerisches Sternenschiff, das hat immer 40.000 Leben und hält sehr viel aus. Auf den können wir leider noch nicht schießen. Die Dinger haben halt auch eine Minimalreichweite. Ist egal. So, Feuer frei, schießt. Ich glaube, wir sind zu dicht dran, um zu schießen. Wir müssen ein bisschen weiter weg. Ah, jetzt haben wir geschossen. So. Jetzt können wir überlegen, wie es weitergeht. Ja, die Artillerie-Schiffe immer noch sehr gut da drin, gegnerische Sachen hier rauszuhauen. Traktor-Guardian, das Ding hat Traktorstrahlen.
90 Stück werden wir gleich in Action sehen, wohl oder übel. Ah, das, da heften sich gleich unsere Raumschiffe an. Seht ihr das? Das Ding kann jetzt unsere Raumschiffe mitnehmen und quasi überall hinschieben. Zu Verteidigungsanlagen holen oder sonst irgendwas. Echt nervig, aber ich glaube, meine Artillerie nimmt das Feuer auf. Außer das Ding ist gegen Artillerie unbesiegbar. Nö, ist es nicht. Dann kriegt es jetzt hier erstmal ein paar Artillerieschüsse hoffentlich. Und müsste dann gleich auch in die Luft fliegen. Gut. Meine Schiffe sind wieder freigegeben. Hier drüben haben wir den Niedler-Verteidigungsposten. Den machen wir auch weg. Der macht halt auch gut Schaden, ihr seht das schon. Hier, macht sechsfachen Schaden gegen Raketenfregatten, aber das Ding muss halt weg. Macht auch sechsfachen Schaden gegen meine Bomber. Leider. Hat auch nur eine Medium-Rüstung. Okay, wir ziehen uns zurück. Das ist zu teuer, das ist zu teuer. Da müssen Jäger rein. Rückzug. Das Ding macht viel zu viel Schaden. Ja. Sechsfachen Schaden. Ihr seht das, wie wir auseinandergenommen werden. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Die Artillerie wird dafür sorgen, dass wir alle Raumschiffe, mobilen Raumschiffe, die hier ankommen, erstmal auseinandernehmen können. Das ist okay. Das Schöne ist, die Artillerie kann zwar nicht auf den auf das Kraftfeld an sich schießen, aber auf die Einheiten unter dem Kraftfeld. Und das Kraftfeld saugt dann den Schaden auf. Das heißt, wenn ich jetzt meine Artillerie sage, zum Beispiel, schießt auf diesen Jäger und in 30 Sekunden machen sie sich ran und schießen hoffentlich drauf. Hoffentlich müssten sie ja eigentlich. Bitte. Ja, nein, vielleicht. Machen sie nicht. Ah, sie wollen gerade nicht, okay. Weiß ich nicht genau warum. Vielleicht doch, weil es unter einem. Die haben halt. Diese Artillerie-Dinger haben halt ein sehr begrenztes. Sie sind halt im Grunde nur gegen Schiffe einsetzbar. Was gut ist, hier unten kommen 40 menschliche Marodeure. Die schießen auch auf die KI. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Oh, zurück, zurück. Oh, da kommt der Meißelguard-Post. Wogegen ist der stark? Komposit, Medium, Neutron, Polykristall. Der macht auch quasi gegen alles extra Schaden. Scheiße. So, und da finde ich ein, das Ding hat auch mega Reichweite. Das heißt, wir ziehen uns erstmal zurück und warten ab. Hier kommt ein neuer Trupp. 300 Raumschiffe kommen an. Ich glaube, das ist eine ihrer Angriffseinheiten, ja. Ja, hier, die 329 Bomber, die irgendwann mal gegen uns losgeschickt wurden. Die kommen jetzt hier gerade. Ist uns aber relativ egal. Bam, 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 bam. Ja, was heißt egal? Aber da kommt die nächste Salve. Ja, ja, der hat gesessen. 210 Schiffe sind's noch. 200 Schiffe sind's noch. Komm, nächste Salve. Jetzt kommen unsere Raketen und so weiter dazu. 194. Na, aber die Bomber kommen ran, ne? Sind aber nur Level 1 Bomber überwiegend. Ein paar Level 2 Bomber dabei, aber ist nicht so schlimm. So, das ist eine blutige Schlacht. Wir werden hier drüben übrigens angegriffen. Hier drüben ist eine sogenannte Nainsul Roaming Enclave. Nainsul sind, wie gesagt, so sehr chaotische Außerirdische. Manchmal helfen sie uns, manchmal nicht. Die Roten, ja, die kämpfen gegen uns. Ihr seht das, das Raumschiff hier ist leider auch immun gegen Traktorstrahlen. Das fliegt ja jetzt einfach durch. Kriegt zum Glück ein paar Raketen. Und wenn man dieses große, das ist ein Trägerschiff, wenn man das kaputt macht, kommt da halt so eine kleine Armee, kleiner Viecher raus. Sollte nicht das Problem sein, ist ein bisschen nervig. Können wir aber erstmal ignorieren. Ich muss aber hier die Ersatztruppen, die 709 Raumschiffe, die wir jetzt in der Zwischenzeit gebaut haben, nochmal losschicken. Vor allem die Jäger sind mir wichtig, weil gerade die Jäger gegen die Verteidigungsgebäude, die sie hier haben, wichtig sind. Gegen die Niedler und die Raketendinger scheinbar. So, hier haben die noch ein Sternenschiff, das ist ein Plasma-Sternenschiff mit einer riesigen Plasmakanone, aber das hat sich jetzt erledigt, sehr gut. Hier unten die Marodeure kämpfen. Teilweise halt auch hier räumen die jetzt ordentlich für uns auf. Das heißt, auch wenn die nicht auf unserer Seite sind, ja, der Feind deines Feindes ist mein Freund. Aber hier unten sind auch noch menschliche Resistenzkämpfer. Die sind auf unserer Seite. 71 Raumschiffe. Und die helfen hier unten mit und nehmen zum Beispiel hier unten den Laser Guardian Post auseinander. Was tatsächlich sehr nice ist. So, unsere neuen Truppen sind angekommen und müssen jetzt nach Kakapau hier rüber. Komm. Alles, was hier ankommt, geht direkt rüber. Wie gesagt, es geht mir hauptsächlich um die Jäger, die hier vorne reinkommen. Kommt rüber, kommt rüber, kommt rüber, kommt rein. Sehr schön. Und die Jäger kann ich nämlich jetzt nehmen, um zum Beispiel hier den Niedler auseinanderzunehmen. So. Rest der Truppe 2 geht hier rüber. Rest der Truppe. Die Bomber und Raketenfregatten werden zu 1. Ja, und die sterben auch. Oh, und die sterben aber nicht so schnell, glaube ich. Es sind 186. 185 Niedler. Stirbt immer nur ungefähr einer pro Salve. 184, also die Jäger sterben auch, ja, sterben schon, aber die machen dem Ding hier einfach schneller und mehr Schaden als die Bomber oder Raketenfregatten, weil die halt sechsfachen Schaden bekommen. Das ist momentan die kosteneffektivste Möglichkeit für uns.
Die menschlichen Resistenzfighter kämpfen jetzt hier unten gegen die menschlichen Marodeure. Auch schön. Und das gibt uns halt tatsächlich echt ein bisschen Platz, hier jetzt erstmal mit unserer Streitmacht reinzurauschen und zu gucken, was wir als nächstes machen hier. Im Grunde wollen wir uns den Kommandoposten holen. Ja, ich glaube, wir wollen uns erstmal den Kommandoposten holen. Das wäre, glaube ich, das Beste. Ja. So. Wir wollen uns den Planeten erobern. Man könnte dieses Subspace-Signal, wegen dem wir ja eigentlich hier sind, tatsächlich auch erforschen, ohne dass man den Planeten einnimmt. Aber da wir den Planeten eh einnehmen wollen, können wir dieses Signal auch untersuchen, wenn uns der Planet schon gehört und wenn wir schon ein paar Verteidigungsmaßnahmen ergriffen haben. So, der Needler Fachposten wird ausgeschaltet. Der hat uns viele Truppen gekostet. Wir haben hier auch nur 815 noch. Wir mischen uns hier unten ein, weil wir eigentlich möchten, dass möglichst viele unserer menschlichen Freunde am Leben bleiben und die menschlichen Feinde hier unten erstmal wegradiert werden. Weil, wie gesagt, alle von diesen hier, von den gelben, gelb-grünen, die überleben, schließen sich uns dann halt quasi an. Die können wir nicht selber steuern, aber die pendeln zwischen unserem Gebiet hin und her. Das heißt, jedes Raumschiff, das davon lebt, ist eine kleine Hilfe. So, Motwaga hat alle Gegner ausgeschaltet. Das ist schön. Hier seht ihr übrigens, wenn ihr diese Viecher hier seht, müsst ihr mal drauf achten, die zerstören sich selber. Ja, ich erkläre euch das gleich, warum. Einfach mal dann. Ich will nicht so viel Input geben. Wir machen erstmal den Kampf hier eben fertig und versuchen jetzt halt einmal hier unten die feindlichen Marodeure platt zu machen. Und mit der menschlichen Resistance-Front und unseren Raumschiffen sollte das funktionieren. Es sind noch 6 Schiffe. 5, 4, 3, 2, 1 und weg. Wir zerstören die Kommandostation. Da, ja, sobald wir die angreifen, schicken die hier nochmal ein paar Resttruppen. Ist okay. Sollte aber trotzdem nicht daran ändern, dass wir deren Heimatstation hier einmal in die Luft jagen. Sehr gut. Und was dann hier noch bleibt, ist einmal der Außenposten hier drüben. Der hat, wie gesagt, diese, wie heißen sie denn? Diesen Schildgenerator hier drin. Und dann haben wir hier drüben noch die Black Hole Machine, aber die möchte ich ja ganz gerne tatsächlich behalten. So. Ich helfe einmal beim Kampf hier drüben mit. Die Resistenzfighter sind noch 58 Stück. Die machen das zwar eigentlich schon ganz gut. Werden ein bisschen beschossen. Ah, werden auch ein bisschen mehr beschossen. Halten aber halt auch ganz. Die haben echt auch alle in den 10.000er, glaube ich, Lebensenergie, 20.000ern. Die halten das ganz gut aus. Trotzdem kann man da natürlich ein bisschen mithelfen. Dann bringe ich in Position. Oh, hier wird auch gekämpft. Oh, hier haben wir auch einiges verloren. Oh, die haben unsere Station kaputt gemacht. Kann das sein? Nee, unsere Station ist da unten. Ja, jetzt erkläre ich euch das. Es gibt halt diese Nein-Suhl, so heißen die. Und Nein-Suhl-Schiffe, die gibt es auf beiden Seiten. Das hier sind die roten, sind feindliche Nein-Suhl-Schiffe. Ah, wie die hier drüben. Und wir haben aber auch Nein-Suhl-Schiffe. Also wir haben keine Nein-Suhl-Schiffe, aber das hier drüben, diese komischen Xe, nenne ich sie jetzt einfach mal, sind Nein-Suhl-Enklaven. Das sind geflüchtete Nein-Suhls, die bei ihren Nein-Suhls nicht mehr beliebt sind und deshalb haben sie sich uns angeschlossen. Die sind ähnlich wie die menschlichen Resistance-Fighter, helfen die uns, ja? Wenn wir nirgendwo angegriffen werden, dann verpissen die sich zu unserer Heimatwelt und chillen da einfach rum. Na, die werden dann hier unten irgendwo die ganze Zeit chillen. Wenn wir aber irgendwo angegriffen werden, und das ist das Coole, eine Ionkanone haben wir mittlerweile sogar schon fertig. Da machen sie sich auf den Weg und versuchen uns zu helfen. So, aber die gibt es halt auch in Böse und das hier sind die Bösen. Das sind die roten Nein-Suhl. Die heißen dann Roaming-Enklaven auch, ne? Aber das sind die roten, die greifen also uns an. Und da ist das Problem, wir müssen diese Mutterschiffe quasi zerstören. Und wenn wir das erfolgreich machen, spawnen daraus halt diese kleinen Viecher. Und die müssen wir dann halt auch noch wegbekommen. Und die kleinen Viecher halten nicht so unendlich viel auf, vor allem zerstören die sich nach und nach selbst. Die verlieren über Zeit Lebenspunkte und irgendwann sind sie tot. Ja, gilt für diese Schiffe halt auch, für die kleinen, die wir als Unterstützung haben. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Nein-Suhl hier... Guck, hier sind unsere Nein-Suhl jetzt und helfen uns gegen die bösen Nein-Suhl. Das ist halt schon ganz cool. Die beiden hier kacken halt alle paar Sekunden Schiffe aus. Tack, tack, tack. Immer wieder neue Truppen und mehr Kanonenfutter, das ist halt tatsächlich ganz praktisch. So, nichtsdestotrotz wurde jetzt halt der eine Planet angegriffen. Und das hat uns eine Forschungsstation gekostet, die wurde zerstört. Das weiß ich halt auch nur wegen den Hotkeys.
Und deshalb, wir wollen noch mal eine Forschungsstation bitte bauen. Oder bin ich bescheuert? Da will ich hin, mein Gott. The Construction, die Ökonomie. Ein neues Forschungslabor. Und dann wollen wir noch mal 5 neue Drohnen bauen, weil das soll ja unsere Fünfertruppe sein. Und zu dieser Fünfertruppe gesellt sich dann noch ein Kolonieschiff. Wo haben wir es? Da, ein Kolonieschiff. Und damit können wir dann gleich in das andere Gebiet. Da seht ihr das? Das sind diese Raumschiffe, das sind diese Nainsul Younglings heißen die, ne? Die kleinen Kinder von den Nainsul quasi. Und die gehen kaputt. Die können ihre ohne Mutti nicht auskommen, die gehen kaputt, die explodieren gleich einfach. Und die großen Mutti-Schiffe, die sind jetzt halt wahrscheinlich wieder zu Hause und gerade auf dem Rückweg. Ja, da oben kommen sie, die beiden sind das momentan. Erstmal fliegen zurück. Und hier überfliegen jetzt schon so ein paar Resistenzfighter, seht ihr das? Und Bomber und so. Die fliegen halt von A nach B, fliegen, cruisen durch unser Sektor. Einfach überall lang, dass wir da überall ein bisschen Unterstützung haben. Das ist schon mega cool. Hier muss jetzt erstmal alles wieder aufgebaut werden, aber das passiert durch die Option, die wir getroffen haben in diesem Menü hier, in dem Controls-Menü. Auto Build Energy Collector und Auto FRD Engineer und FRD Rebuilders und durch Auto Build MK1 Engineers und Auto Build Remain Rebuilder wird halt auf jedem Planeten ein Bauroboter und ein Wiederaufbauroboter gebaut. Und zu zweit, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, können die hier alles wieder reparieren, ja. Guck, meine eine Drohne fliegt los und macht jetzt jeden Turm hier wieder heile. Dauert ein bisschen, aber ist ja okay. So, und wir wollen jetzt uns diesen Planeten hier holen und wollen dafür mit unserer Fünfer-Truppe rein. Und weil uns das aber nicht reicht, wollen wir auch noch die neu nachproduzierten, das sind nochmal 376 Schiffe, hinterher schicken. Ja, die sollen auch bitte dahin. Ach, guck mal, hier hätten wir sogar noch ein... Die sollten nach Kakapau, sollte alle nach Kakapau, sorry. So, bin ich verdrückt. Also alle Schiffe, die wir haben, ich will alles, was ich habe, momentan bei Kakapau versammeln, weil da geht gleich richtig die Action ab, das glaubt man. Kolonieschiff kommt an. Das Überwachungsschiff haben wir hier auch, das kann sich schon mal in Position bringen. Das will ich aber erst rüberschicken und die Untersuchung quasi starten, wenn auch wirklich auf der anderen Seite die Verteidigung steht. So, wir bauen mit dem Kolonieschiff. Machen wir dieses Mal keine Versorgungsstation, also keine ökonomische, die besonders viel Mineralien bringt, sondern wir bauen eine Battle Station, Level 1. Oh, was ist das? Nein! Eine militärische bauen wir hier hin. So, zack. Ernsthaft? Warum macht er das kaputt? Ich dachte, warte mal. Ich dachte, die übernehmen wir. Capture on Planet Ownership Change. Ja, ist auch so. Das Ding übernehmen wir tatsächlich. Was cool ist. Guck mal, hier kommt wieder so ein Enklavenschiff gerade. Ah. Aber unsere Resistance Fighter und so machen sich hier dran. Das war auch nur ein Level 1 Schiff. Droppt zwar Level 3 Viecher, aber das ist schon okay. Also da wird gekämpft. Das ist alles nicht das Problem. Was wird hier drüben gekämpft? Hier drüben ist ein Sternschiff. So ein Vampir-Übernehmungsschiff. Versucht hier ein bisschen Action zu machen, aber da kommen auch die Resistance-Fighter und so und helfen. Alles egal. Was wir wollen, ist ein neues Kolonieschiff, weil ich das gerade verkackt habe. Und wir müssen nach Kakapau. Das bauen wir mal eben da. Muss kurz fertig werden, dauert einen kleinen Moment. Wahrscheinlich darf ich meine Station einfach nicht hier bei der Black Hole Machine bauen. Das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte unsere Militärstation quasi hier bauen, dass wir dann hier wieder ein Force Field bauen können, was unsere Heimatstation und die Schwarzes Loch Maschine quasi. Oh, was sind das denn Bösis? Verpiss dich doch einfach. Nee, er will auch Action. Hier kommt so ein Level 4 Nainsul Preservation Warden. Gegnerisches zerstört. Ja, da kommen jetzt die kleinen Viecher raus. Aber unsere Artillerie ist halt zu gut. Es ist halt unglaublich, wie gut die sind. So. Kolonieschiff ist gleich fertig gebaut. Dann kann das hier rüberkommen. Ich wusste nicht, dass das Schwarzloch-Kackding auch schießen kann. 100 Damage macht das. Wir können halt was versuchen. Ich würde halt wirklich gerne das geografisch übereinander haben. Von daher schicke ich da jetzt einmal meine Truppen rein, so blöde das auch ist. Damit die das Feuer auf sich ziehen. Ich weiß nicht genau, ob das klappt. Ich versuche es jetzt einfach mal. Das Ding schießt auch nur alle 6 Sekunden. Das heißt, wir haben ein relativ großes Zeitfenster. So. Und jetzt geht's hier rüber. Meine Baudrohnen kommen an.
Wir warten jetzt genau, bis einmal geschossen wird. So, es wurde geschossen. Militärstation hier hinbauen und die Baudrohnen sofort mithelfen. Und dann hat das Ding hoffentlich genug Leben, dass es nicht direkt weggeflackt wird. Wir haben uns jetzt hier zwar quasi zwischen den Schüssen reingemogelt. Und jetzt, wenn wir das übernommen haben, jetzt gehört uns gleich die Black Hole, ja. Jetzt ist das unsere Black Hole Machine. Und böse, gegnerische Raumschiffe können diesen Sektor jetzt nicht mehr verlassen, wenn sie hier sind. Sehr schön. Das Ganze sichern wir ab. Definitiv mit einem Force Field Generator. Brauchen wir jetzt ja nicht über dem Ausgang des Planeten quasi, weil die entkommen ja nicht mehr. Das heißt, wir müssen nur das da hinten verteidigen. Das ist halt besonders schön, weil wir dann auch unsere Verteidigungsanlagen natürlich so bauen können, dass egal von wo die Gegner kommen, die auf jeden Fall in Reichweite unserer Verteidigungstürme sind, wenn sie versuchen, unsere Station hier auf dem Planeten anzugreifen. Ja, hier wieder die Sniper-Turrets, die können überall hin. Ich mag das, die halt in so einem Halbkreis hier aufzubauen. Du kannst aber auch alle auf einen Haufen schmeißen, das ist völlig egal. Aber zum Beispiel, was jetzt die Needler-Turrets angeht, kann ich die halt relativ easy ungefähr hier so aufbauen. Ja, und alles, was dann zu unserer Heimatstation will, wird dann von den Dingern halt beschossen. Die Lasertürme zum Beispiel, weil die eigentlich nur von hier unten kommen können, die Gegner, könnten wir dann auch so einmal aufbauen. Tak, 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 dass sie hier so durchgehen. Dass alles, was da irgendwie zu unserer Heimatstation will, dann durch die ganzen Lasertürme müssen. Dasselbe machen wir für die MLRS-Türme. Da brauchen wir auch eigentlich keine Traktorstrahlen. Weil, wie gesagt, alles, was hier irgendwie lang will, kommt eh ins Kreuzfeuer. So. Es gibt übrigens noch Blitztürme, die können sehr gut sein. Die können wir tatsächlich auch mal anfangen zu bauen. Gerade in den Planeten, wo wir vielleicht auch öfter mal angegriffen werden. Die sind zwar relativ teuer in der Anschaffung, aber die machen Flächenschaden. Und Flächenschaden ist in diesem Spiel wirklich viel wert. Dahin und dahin ein paar. Die machen nicht viel Schaden, aber halt alles in dem Gebiet bekommt halt ein bisschen Schaden. Das ist schon gut. Dasselbe machen wir auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Dahin und dahin. Und wisst ihr was? Auf unserer Heimatwelt machen wir das auch nochmal, weil ihr seht, diese Zahlen, die wir hier haben, die Ts, das ist die Bedrohung, ja? Also das sind Raumschiffe. Das seht ihr auch hier oben immer, der Threat, ja? Da kann man raufgucken. Ich mache mal kurz Pause, dass wir uns das angucken können. Das sagt uns, wie viele Schiffe besitzen die beiden KIs gerade, die auf Angriff geschaltet sind. Die also theoretisch jederzeit irgendwo zuschlagen können. Oh, ich habe gar keine Pause gemacht, weil das Menü die Pause, das Spiel nicht pausiert. So, da sehen wir, dass über 2100 Schiffe halt irgendwo rumvegetieren und uns theoretisch angreifen können. Und sehen halt auch, wie die hin und her wechseln. Und da sehen wir halt, 938 sind da, 756 sind da, 470 sind da. Das bedeutet im Klartext quasi, ich möchte mich nicht darauf verlassen. Und ich muss einfach Verteidigung bauen. Hier noch ein bisschen hin, da noch ein bisschen hin, da noch ein bisschen hin, da noch ein bisschen hin. Ja, das sind die Niedlertürme in unserer Heimatwelt, die wir jetzt bauen, und die Blitztürme. Da ein paar Blitztürme, da ein paar Blitztürme, da ein paar Blitztürme. Dann gibt es auch noch Flak-Turrets, ich weiß gar nicht genau, was sie machen. Aber es sind Turrets, damit schießen sie. Und damit bauen wir die hier irgendwo hin. So. Was sind das hier? Counter-Sniper-Turrets. Na, die brauchen wir nicht. Ja, die haben einen anderen Sinn. So. Verteidigungstürme werden gebaut. Verteidigungstürme hier unten sind eigentlich auch gebaut. Wir haben auch die Forschung hier weggenerdet. Wo sind denn hier unsere Raumschiffe und alles ist da. Black Hole Machine steht. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt das Survey Ship, weil unsere Truppen... wie viele Flugzeuge haben wir noch? Eins. Ja, das ist bemerkenswert wenig. 144 Zenit-Bomber haben wir, also Artillerie. Ja, die wollen wir so platzieren, dass alles, was hier oder hier rauskommt, quasi direkt beschossen wird. Gehen wir mal dahin. 384 Bomber, 191 Jäger, 384 Raketenfregatten. Das ist unsere Armee momentan. Und... Nee, du gehörst dazu. Ich hab den Hotkey schon wieder falsch gemacht. Die Bomber, alle Bomber sind 2. Der Rest ist 1. So. Und jetzt holen wir nämlich das Überwachungsschiff rüber, das hier schon irgendwo geparkt wurde. Vielleicht wurde es auch zerschossen in der Zwischenzeit. Habe ich hier irgendwo mein Survey-Ship? Ich glaube nicht. Ich glaube, das haben sie mir zerhackstückelt. Dann können wir das auch hier direkt neu bauen. Ist nicht schlimm. Ökonomie und Survey-Ship, ja. Haben sie zerstört irgendwie. Ist im Kreuzfeuer.
zerstört worden, ist nicht schlimm. Bauen wir ein neues, das geht schnell, 4%, 5%, das ist gleich fertig gebaut. Und dann wird hier halt dieses Signal untersucht, über das wir schon gesprochen haben. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Wir werden hier drüben wieder ein bisschen angegriffen, 400 gegnerische Schiffe greifen uns an, da steht dann da oben immer, ne? Einer von 6 Planeten sind gerade, werden angegriffen. Und hier kommen jetzt ein paar Level 1 Jäger. Und ihr seht schon, da wir nicht so viele Faktorstrahltürme hier bauen konnten, wie ich eigentlich wollte, können wir nicht alle. Wir können 150 ungefähr festhalten, Raumschiffe. Aber hier, die anderen 62 kommen hier durch. Die Blitztürme machen das, was sie halt am besten können. Schmeißen ein paar Blitze. Unsere Verteidigung soll hier stehen, das sind Level 1 Jäger. Das heißt, die sind wirklich denkbar schlecht dafür geeignet, uns hier unter Druck zu setzen. Aber sie sind halt da, ja. Zack, 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 es sind noch 180 Angreifer. Das heißt, selbst wenn man in einem anderen Sektor gerade ist, sieht man halt immer ganz gut, wie sich die Dinge da entwickeln, ne? In Bedworld werden wir angegriffen mit noch 160. So, 2 Minuten brauchen wir, bis das Signal hier erforscht wurde. Wird hier oben eingeblendet. Das heißt, good luck to us. Gucken wir mal, wie lange wir hier durchhalten. So, läuft doch alles ganz gut. Die Jäger hier werden langsam weggestückelt. Aber wenn man halt für 200, 300 Level 1 Jäger schon so lange braucht, ist das kein so gutes Zeichen. Das ist leider einfach so. Naja, aber es ist, wie es ist. Wir haben immerhin 7500 Forschung. Da können wir noch mal ein bisschen was investieren. Für neue Turrets, neue... was auch immer. Ihr seht ja, wir haben momentan auch volles Geld. Da muss ich tatsächlich hin und wieder drauf achten. Wir können halt momentan nicht mehr bunkern. Wir sind voll. 2430 können wir momentan nur bauen. Es gibt, glaube ich, so Gebäude... dass man mehr speichern kann eigentlich. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich mir das auch mal eingebildet. Ich glaube, das verwechsel ich mit Total Annihilation. Ist auch egal. Auf jeden Fall können wir dann jetzt hier Dinge bauen. Und zwar können wir jetzt einfach, weil wir haben Energie, wir haben Metall auf voll, ja. Wir bauen jetzt Söldnerschiffe. Das sind halt quasi Level 5 Schiffe. Und da haben wir verschiedene Sachen, die wir bauen können. Und ich würde ganz gerne die Parasiten bauen. Parasiten, die kosten, jedes einzelne davon kostet 36.000. Und das sind halt ganz normale Raumschiffe. Das sind jetzt keine Superraumschiffe oder so. Aber das sind halt diese Söldnerschiffe. Der Grund, dass ich die nehme, ist, weil die auch diesen Vampirschaden haben. Das heißt, wenn diese Raumschiffe, die wir jetzt hier bauen, gegnerische Schiffe platt machen, joinen die unsere Streitkraft, ohne dass wir sie bauen müssen. Und damit kannst du dir halt auch Schiffe holen, die du normalerweise nicht bauen kannst. Das kann ganz cool sein. Ne? Die sind arschteuer. Aber es sind, wie gesagt, auch die Level 4. Ja, die Level 4. Das Äquivalent quasi zu den Level 4 Schiffen sind sie. Also ich wundere, warum Level 4. Also wir haben ja, wenn wir mal gucken, was wir bauen können, können wir momentan Level 3 Zenit-Bomber, also unsere Artillerie-Schiffe bauen, weil wir Level 3 erforscht haben. Damit schaltet man auch Level 4 frei. Level 4 kann man aber erst bauen, wenn man eine spezielle Fabrik hat, die Level 4 Schiffe bauen kann. Und die kann man selber, diese Fabrik kann man selber nicht bauen, sondern da muss man darauf warten, dass man die irgendwo erobern kann. Das sind die verbesserten Fabriken. Ich könnte jetzt zum Beispiel einmal gucken, wo so ein Ding rumsteht. Das sind Advanced Factories. Und da sehen wir, es gibt auf dieser ganzen Spielwelt, wow, nur 2 Stück. Da unten gibt es eine verbesserte Fabrik und da unten gibt es eine verbesserte Fabrik. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, wie wir Level 4 Raumschiffe bauen können, außer wir heuern sie als Söldner an. Das ist echt scheiße. Hier oben irgendwo wäre eins schön gewesen. Wahrscheinlich bedeutet das, dass wir, nachdem wir diesen Sektor eingenommen haben, den Sektor hier unten einnehmen wollen. Ich muss Pause drücken. Also war pausiert. Dass wir den Sektor, also den Quadranten hier unten einnehmen wollen. Also diesen ganzen Cluster meine ich damit, ne? Damit wir dann nur da und da verteidigen müssen und da verteidigen müssen. Hier müssen wir nicht verteidigen, weil das ist ein Nomadenplanet. Der fliegt die ganze Zeit rum. Aber das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wir haben ja Nomadenplaneten angemacht. Das heißt, die fliegen über den Lauf der Zeit hier überall lang. Ja, und dann können die Gegner im schlimmsten Fall, wenn uns nicht der Nomadenplanet gehört, doch überall angreifen. Aber egal. So, wir haben fertig erforscht. Ich gehe mal ganz kurz auf unser Journal. Und dann können wir das einmal ganz kurz nachlesen, was da stand. Man kann übrigens noch eigene Schiffe designen und so. Hier mit verschiedenen Elementen und so. Aber da kümmern wir uns jetzt einfach noch nicht drum. Das ist schon okay. Ich möchte auf Controls. Nee, es ist Stats. Ja, hier, Journal. Die Nachricht, die wir bekommen haben. Nee, das hier ist es. Alien
Artefakt discovered. Genau. Commander, unsere Scanner haben etwas herausgefunden, und zwar die Quelle dieser komischen Subspace-Signale auf Kaukapau. Dieser Gegenstand strahlt unglaublich viel Energie aus. Wir haben ein paar Antriebs. Also Thrusters sind sowas wie. Wie heißen die Dinger denn? Triebwerke, so. Düsentriebwerke an das Ding angeflanscht. Aber wir konnten nichts Größeres anbringen, aus Angst, dass uns das ganze Ding um die Ohren fliegt. Wir benötigen das, also das Ding, was wir hier entdeckt haben, das wollen wir untersuchen, das können wir aber nur in unserer Heimatwelt, also müsstest du das bitte eskortieren. Ja, wir haben jetzt hier oben etwas Neues. Das ist der sogenannte Shard, also sowas wie Splitter. Und den Splitter sollen wir nach Hause befördern. Das Problem ist, der ist langsam. Und das Böse ist, das stand gerade noch in dem Journaleintrag, dass die AI das gar nicht lustig findet, dass wir diesen Shard gefunden haben. Warum, wissen wir noch nicht. Aber man sagt uns, die wollen das nicht, dass wir den Shard nach Hause bringen. Und die werden jetzt Himmel und Hölle wahrscheinlich in Bewegung setzen, um das zu verhindern. Und der Shard bewegt sich. Aber ihr seht, der ist nicht unbedingt schnell. Ungefähr 1000 Drohnen werden uns in 2,5 Minuten angreifen, beziehungsweise werden halt irgendwo als Wave dazu geschickt. Und bis jetzt halten sie tatsächlich noch ganz gut die Füße still. Finde ich gar nicht so schlecht. Normalerweise greifen Gegner, also ohne diese Zusatzoption der Cross-Planet Attacks, kommen die sofort. Aber sie lassen sich nicht so lange bitten. Da kommen sie. Ja. Ein Planet wird angegriffen, das ist okay. Die erste Welle von 50 Raumschiffen kommt hier rein. Wir sind ja gut vorbereitet. Zack, 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 zack. Ihr seid nicht so weit gekommen, finde ich gut. Da kommt die nächste Welle. Nummer 43 Schiffe, 50 Schiffe, 70, 100, 110. 113 sind es gewesen, okay. Da kommen auch noch mal ein paar. Aber unsere Artillerie, unsere Raketenwerfertürme sieht erstmal ganz gut aus. Zack, 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 zack. Einige Bomber mit dabei, sogar Level 4 Bomber teilweise. Oder sind das hier Spider-Bots Level 4? Aber unsere Schiere, hier die Spider-Bots, wenn die so blinken, sind die Motoren komplett im Arsch. Die Schiffe sind paralysiert. Seht ihr, dass wir die langsam hier rumkriechen, als wären sie selber der Splitter. Da kommt die nächste Angriffswelle. 150 Schiffe. 200. 220. Die Zahl wächst. Was sind das hier unten? Da muss ich mal kurz gucken. Was sind das für Raumschiffe? Spire Gravity Drain Mark II. Große, langsame Schiffe, die die Bewegungseinheiten von Raumschiffen in der Nähe beeinflussen. Hat außerdem auch sehr zerstörerische Kurzreichweiten-Laser. Und das ist auch bunt gemischt. Da sind sogar Level 5 Schiffe dabei teilweise. Das ist schon hart. Wenn wir uns die mal hier drüben angucken, das sind zwar nur 20 Stück, aber 4 Level 1, 3 Level 2, 6 Level 3 und 7 Level 5 davon. Das ist schon heftig. Hier könnt ihr dann übrigens die Stats auch miteinander vergleichen. Ansonsten haben sie noch ein paar Bomber, ein paar Raketenfregatten, ein paar Spider-Bots, teilweise auch echt Level 5 Schiffe dabei. Das ist schon heftig. Und da kommt die nächste Welle. Ja, und jetzt seht ihr schon, es sind zwar nur noch 235 Angreifer hier auf dem Planeten offiziell, aber wenn wir weitermachen, ich ziehe meine Schiffe mal ein bisschen zurück hier. Die Zahl sinkt nicht wirklich, weil das Reinforcement quasi fast schneller reinkommt, als wir sie töten können. Vor allem ist es natürlich nervig, dass unsere Raumschiffe verkleinert werden. Verlangsamt werden, nicht verkleinert. So, hier muss der rein, der Shard, der nach Betwold. Von Betwold da nach Darkhorn war. Das heißt, ein bisschen müssen wir hier durchhalten. Der Shard hat viele Leben, muss man dazu sagen. Er hat 3 Millionen Lebenspunkte. Der ist also nicht gleich tot, wenn ein Raumschiff da irgendwie in die Nähe kommt. Das ist eher eine richtige Materialschlacht jetzt hier. Also Artillerie wollen wir ungefähr hier noch so haben. Da kommt der nächste Trupp, weißt du? Hier, 70, 90, 100, 120, 130. Und zwar nur der Shit hier unten. 127. Aber wir haben es scheinbar ganz gut aufgehalten. Nächste Angriffswelle kommt. Ist momentan auch zum Glück der einzige Planet, der angegriffen wird. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass sie jetzt noch hier in die anderen Planeten einfallen würden, dann wird es halt schon schwer. Aber so stark ist die KI halt noch nicht. Wir sind erst bei 120. Ja, noch so super crazy ist sie nicht. Ne? Und wir haben uns, wie gesagt, ganz gut vorbereitet. Und jetzt stellt euch halt mal vor, wir hätten unsere Truppen hier. Wir hätten keine Verteidigungstürme und die Gegner hätten noch die Black Hole Machine gehabt, sodass wir hier gar nicht wegkommen.
Ja, dann, ich glaube, der Shard kann trotzdem durch das Dimensionsloch fliegen, aber unsere ganzen Raumschiffe werden hier quasi gestrandet. Sehr schön, dass wir hier unten nochmal ein bisschen Unterstützung bekommen von unseren Nainsul-Atzen. Die haben sich hier drüben reingezeckt. Wir haben erst zwei Nainsul-Schiffe, die sich uns angeschossen haben, aber die beiden chillen da immerhin. Und ich glaube, auch Resistance-Fighter sind hier, oder? Ne, das sind alles nur Nainsul-Schiffe hier. Wenn ihr ein bisschen länger spielt oder mir ein bisschen länger zuguckt, dann wird das Spiel auf einmal auch tatsächlich sehr übersichtlich. Das ist nicht so crazy, wie das jetzt gerade aussieht. Shit, da kommt auch nochmal eine richtig große Truppe rein. Rückzug, bisschen Rückzug. Wir haben jetzt hier über 400 Angreifer. Teilweise auch Bomber. Hier die Batman-Bomber. Ja, also es ist nicht so unübersichtlich, wie man denkt. Weil hier gerade diese Liste halt wirklich sinnvoll ist. Ne? Hier seht ihr, wir haben 62 Jäger, 43 Bomber, 112 Raketenfregatten. 46 von diesen Spire Gravity Drainern. Und ihr könnt auf der anderen Seite auch sehen, ich habe nur noch 49 Jäger, aber dafür noch 300 Bomber, 300 Raketenfregatten und vor allem noch alle unsere, oder fast alle unsere Ditcher hier. Dafür insgesamt eine Gefahr von 3200 Schiffen ist überall auf der Welt verteilt. Ja? Also wenn ich nochmal rübergehe auf Detected Threat kurz, Detected Red, dann seht ihr, hier unten sind nochmal 473 Schiffe, hier sind 494 Schiffe, da sind 800 Schiffe und die greifen jetzt auch an. Scheiße, jetzt kommen sie nämlich hier drüber und hier auch. Okay, jetzt sind drei unserer Planeten werden angegriffen. Jetzt wird es ein bisschen Multitasking-Madness. Ja. Der Shard ist, glaube ich, durchgekommen, kann das sein? Ja, der Shard ist nämlich schon jetzt auf diesem Planeten. Und weil der Shard jetzt auf diesem Planeten ist, denken sich die KI natürlich, gut, dann greifen wir auch diesen Planeten hier an. Das heißt, ich wäre gut daran bedient, jetzt quasi meine Raumschiffe einmal von Kakapau, wo wir das Ganze ausgelöst haben, auch wenn hier noch voll die Schlacht herrscht, zurückzuziehen nach Betwold. Ja, also wir werden jetzt von hier quasi, von hier versuchen, dahin zu flüchten. Das Gute ist, die Raumschiffe, die hier reinkommen, können diesen Planeten ja nicht verlassen. Weil Black Hole Machine. Das heißt, unsere Geschütztürme, unsere beiden Verbündeten, die hier immer wieder kleine gelbe Schiffe reinschicken, oder grüne, was auch immer, müssen das hier nur zermürben. Was halt nicht ganz leicht wird, weil hier Level 4 und Level 5 Raketenfregatten und so weiter dabei sind. Aber ist okay. Dieser Planet hier, Batwolf, wo der Shard gerade ist, wird jetzt natürlich auch angegriffen von Vicpeed, also von hier oben. Den hätten wir vielleicht davor sichern müssen, um uns ein bisschen abzusichern, aber ist egal. Jetzt ist zu spät. Hier haben wir auch Geschütztürme, ja, und die müssen jetzt quasi mit der Gefahr hier fertig werden. Das sind aber leider 400 Raumschiffe und die werden relativ sicher durch unsere Verteidigung durchzappeln. Weil wir hier auch nicht so viele... Noch 22, das sind die Lightning Turrets. Ich suche eigentlich die... Traktorstrahlen-Dinger. Ich glaube... Traktor-Beam-Turrets haben wir halt 20 Stück. Ja, und davon sind allein hier oben 5, ne? Das heißt, da unten haben wir nur 15 Stück. Das heißt, wir können ja unten nicht so viel festhalten. Deshalb rauschen die hier gerade durch. Und zwar im Überfluss wird auch noch Mod Vega hier drüben angegriffen. Allerdings nur, in Anführungsstrichen, von 115 Raketenfregatten. Hier haben wir absolut keine mobile Verteidigung. Hier haben wir nur unsere Geschütztürme, aber gegen 115 Raketenfregatten sollten die ankommen. Sollten, hoffe ich. So, dann habe ich auf meinem Heimatplaneten noch Truppen, und zwar 292 hier oben Bomber, die Übernehmungsparasiten, also die Parasitenschiffe quasi. 150 Jäger und 10 Raketenfregatten, die schicke ich jetzt nach Batwold. Also die fliegen jetzt hier rüber. Weil sie den Shard beschützen müssen. Und ich glaube, ich gehe sogar so weit und sage, ich möchte keine Söldner mehr bauen. Söldner, kurz Pause. Ich möchte nur die Raumschiffe bauen, die uns sterben. Und die schicke ich aber alle direkt nach Batwold. Ja, die sollen hier direkt rüberfliegen. Alles, was produziert wird, kommt durch dieses Dimensionsloch hier rein, weil wir hier jetzt den Shard beschützen müssen. Ah, wobei, warte, der ist schon zu Hause. Okay, das habe ich gar nicht verstanden. Ich dachte, er muss von hier nach dort oben. Es ist genau andersrum. Er ist von hier oben relativ schnell nach hier unten. Versteht ihr? Der ist jetzt zu Hause angekommen. Der Shard ist zu Hause angekommen. Commander. Die KI-Warp-Aktivitäten sind auf normale Werte zurückgefallen, als das Alien-Artefakt unser Heimatsystem erreicht hat. Aber die ganzen AI-Flugzeuge, die bereits zum Angriff übergegangen sind, werden wahrscheinlich immer noch den Angriff fortführen. Bitte sei vorsichtig. Die Station zu verlieren wäre... nachdem wir so eine bemerkenswerte
Forschung oder nicht Erkenntnis, nicht Forschung. Discovery, nicht Erkenntnis. Entdeckung, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Nachdem wir so eine grandiose Entdeckung gemacht haben, wäre es schon ironisch, wenn wir jetzt die Heimatstation verlieren. Nachdem wir die Daten des Überwachungsteams uns angeguckt haben und die erste Analyse dieses Splitters, wie wir ihn nennen, durchgeführt haben, haben wir ein paar Erkenntnisse gewonnen. Ich möchte mich kurz fassen. Dieses kristalline Objekt hat, oder es handelt sich dabei um eine Art kleinen Energiereaktor. Bitte beachte dabei, dass klein nicht wenig kraftvoll meint. Das Ding hat über 10-mal den Energieoutput von unseren normalen Kollektoren. Leider können wir das Ding nicht in unser eigenes Energienetz integrieren, ohne alles in die Luft zu jagen. Was aber viel interessanter ist, ist, dass dieses Artefakt ein eindeutig außerirdisches Design hat. Ob es natürlichen Ursprungs ist und dann in einen Reaktor umgewandelt wurde oder ob es selbst hergestellt wurde, können wir nicht sagen. Nichtsdestotrotz wurde es von irgendjemandem hergestellt. Und dieser Splitter ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass irgendjemand da draußen uns vielleicht helfen könnte. Sogar sehr. Um diese Aliens zu finden, wenn es solche Aliens überhaupt noch gibt, sollten wir uns diesen Chart weiter angucken und diese komischen Subspace-Signale weiter untersuchen. Unsere aktuelle Technologie ist leider zu limitiert, um das zu erreichen. Aber dieser Splitter scheint eine gewisse Resonanz zu besitzen, die das Signal verstärkt, und wir konnten ein weiteres Signal aufspüren. Wir haben einen sogenannten Subspace Receiver, also Empfänger, entwickelt, den wir um den Chart herumbauen können, um weitere und weiter entfernte Signale aufzuspüren. Es wird nicht günstig sein, aber ich muss Ihnen nicht sagen, wie wichtig diese Erkenntnis sein könnte. So, das heißt, wenn wir jetzt mal kurz das Kämpfen außen vor lassen, zurück in unsere Heimatwelt gehen und diesen Chart hier oben, wo ist er angekommen, von da ist er, und diesen Chart angucken, können wir jetzt etwas bauen, und zwar den sogenannten Subspace Receiver. Kostet keine Energie, aber 300.000 Metall können wir uns leisten. Ein menschliches Design eines Empfängers, der um einen wiederhergestellten oder gefundenen Alien-Reaktor gebaut wird. Das Ding scannt das ganze Universum nach weiteren Subspace-Signalen. Bitte beachte, das Ding kann nur dort gebaut werden, wo eine menschliche Heimatwelt ist. Und die haben wir hier. Und dann bauen wir dieses Subspace-Ding vielleicht. Ist die Frage, ich glaube, ich möchte das ein bisschen weiter wegbauen. Bauen wir das hier unten rein. Und ich werde soweit gehen und extra dafür nochmal ein Schild bauen. Dass das Ding unter einem Schild steht. So, nichtsdestotrotz muss ich die Schlacht noch gewinnen, die wir hier schlagen, ja? Wie gesagt, mehr Unterstützung sollten sie nicht bekommen. Das heißt, wir müssen hier die 300 Schiffe aufräumen. Wir müssen hier noch die 17 Raketenfregatten aufräumen. Und hier sind es noch 108 Schiffe, die weggemacht werden müssen. Das hier dürften sogar die stärksten Schiffe sein, die wir hier noch haben. Aber nachdem wir sie jetzt zurückdrängen, ihr könnt das sehen, sie fangen sogar an zu fürchten, nachdem hier eine riesige Armee auf sie zugestürmt kommt, wollen sie ihre Verluste minimieren, versuchen zu fliehen. Und dann können wir eigentlich auch nach Kakapau zurückkehren, würde ich sagen. Alles zurück nach Kakapau. Weil hier die stärksten gegnerischen Schiffe einfach sind. Ja. Aber wir müssten den Angriff abgewehrt haben. Das wird alles ein bisschen dauern, bis wir alle unsere Verteidigungsgebäude wieder aufgebaut haben. Bis wir unsere Truppen repariert haben. Aber alles in allem lebt hier unten nur noch so ein Leech-Starship. Das hat halt relativ viele Leben. 54%. 47%. 40%. Ja, aber wir kriegen es klein bei. Hier hauen wir ordentlich rauf. 36 Schiffe noch. 32 Schiffe noch. Die Raketensalve. 26 Schiffe, nächste Raketensalve. 18 Schiffe.
Und auch hier unten haben wir alles weggehauen. Also das ging auch noch irgendwie. Es sind allerdings auch noch über 2.500 Schiffe da, die es irgendwie nicht allzu gut mit uns meinen. Ganz egal, ich ziehe mich zurück. Ich möchte jetzt einmal alle meine Truppen irgendwie versammeln und ich möchte einmal zurück zum Heimathafen quasi. Alles, was wir haben, kommt einmal kurz zurück zum Heimathafen, damit wir uns einen Überblick verschaffen können, was wir neu bauen müssen, was kaputt gemacht wurde, was vielleicht noch rumvegetiert. Ich kann hier, glaube ich, auch auf My Ships stellen und dann sehen wir, wie viele Schiffe wir noch überall haben. Und die sollten sich jetzt hier in Darkonva gleich alle zusammen sammeln. Ja? Und dann, wie gesagt, sind hier noch einige. Wir haben den Subspace Receiver gebaut. Commander, du hast meine Dankbarkeit dafür, dass wir den Receiver gebaut haben. Ich weiß, Ressourcen sind knapp. Wir werden den Signalen weiter auf den Sprung gehen. Das wird ein kleines bisschen dauern. Ja? 4 Minuten, dann wissen wir mehr. Wir sind bei 55 Minuten. Ich würde aber sagen, tatsächlich, das ist ein Geheimnis, das wir uns dann im nächsten Teil angucken. Denn, ja, super. Wir haben den Shard gerettet. Wir haben den Subspace Receiver gebaut. Wir haben einen echt schon einen von den größeren kleinen Angriffen. Es war ein kleiner Angriff, aber davon einer der größeren haben wir abgewehrt. Und ich glaube, spätestens nach diesem Teil habt ihr ungefähr eine kleine Ahnung, was uns hier im weiteren Spielverlauf erwartet und welche Dimensionen das alles annehmen wird. Von daher würde ich sagen, speichern wir auf Xeno 4 und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer der Hinweis, teilt mich bitte, also nicht mich, aber meine Videos und meinen Kanal. Wenn ihr mich mögt, dann unterstützt mich mit Likes und vor allem damit, dass ihr andere Menschen von mir erzählt. Ja? Einfach, das ist alles, was ihr tun müsst. Erzählt andere Seiten. Habt mich gern und bringt andere Leute dazu, mich gern zu haben. Das wäre schon sehr schön. Xeno sagt tschüss, bis zum nächsten Mal und das Universum gehört uns. Bald. Bald. Ganz bald. Ich habe mich verdrückt. Oh mein Gott.